Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe mir wieder Gedanken gemacht, was kann ich euch heute Tolles präsentieren und ich kann euch an dieser Stelle sagen, so toll ist es nicht. Heute geht es mehr um Realität, denn was ist, wenn Fall X auftaucht und ihr nicht in euer Wunschobjekt reinkommt? Bleibt also gespannt und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute geht es darum, was passiert, wenn Fall X sich wieder bemerkbar macht, ihr euch auf Maps 2-3 Locations ausgesucht habt und ihr eben nicht reingekommen seid. Dann ist eben Fall X da und ihr seid auf der Suche nach einem Ausweichobjekt, denn ihr wollt ja nicht umsonst weit gefahren sein. Heute nehmen wir euch also mit in ein spontan gefundenes Bahnarbeitergebäude. Wenn ihr losgefahren seid, habt euch auf Maps ein paar Sachen angeschaut, wo ihr hinfahren wollt und ihr wisst nicht, hat sich da was getan, es finden da Bauarbeiten statt, ist das Ganze bewacht und so weiter und so fort. Kommt man rein, ja oder nein? Dann macht sich Fall X bemerkbar und ihr müsst schauen, ach, wo fahre ich denn jetzt als nächstes hin? Ihr wollt ja nicht umsonst diese Strecke auf euch genommen haben und dann müsst ihr schauen, was gibt's hier in der Umgebung. Und so haben auch wir, nachdem wir ein, zwei Locations angefahren haben, wo wir eben nicht reingekommen sind, dieses Haus hier gefunden. Es handelt sich um ein schlichtes Backsteingebäude, recht abseits gelegen. Trotzdem nutzt man die Location eben wahrscheinlich wegen der Abseitslage gerne zum illegalen Müll entsorgen. Im Inneren war viel zerstört und am naheliegendsten ist es, dass es sich hierbei um ein Bahnarbeitergebäude handelt, denn es ist in der Nähe eines Stellwerkes mit Zufahrt zu einem Stellwerk und früher hat man ja in einer Lokomotive, da war es ja nicht so wie heute, dass in einem Triebwagen nur eine Person sitzt, die dann halt nach so und so vielen Stunden ausgetauscht wurde. Gab es ja den Lokführer und den Heizer und manchmal sogar noch eine weitere Person. Ich stecke da nicht ganz genau im Thema drin. Auf alle Fälle gab es da mehr Personalaufwand und entsprechend musste dann halt auch der eine oder andere nach seiner getanen Arbeit ausgetauscht werden. Und da die Leute damals halt nicht immer gleich nach Hause gehen konnten, beziehungsweise auch durch ganz Deutschland getourt sind, hat man eben da zu Reichsbahnzeiten so verschiedene Bahnarbeitergebäude gebaut, um dann halt den Leuten wenigstens eine Unterkunft bieten zu können, wo die dann entsprechend ihren Feierabend verbringen konnten, auch wenn nicht zu Hause, aber sie konnten wenigstens irgendwo kostenlos schlafen. Um so ein Gebäude muss es sich also hier vermutlich handeln. Im Inneren war alles zerstört, überall lag ein bisschen Müll rum. Wir haben das Ganze trotzdem gefilmt, um nicht gänzlich ohne Material wieder nach Hause zu kommen. Das Ganze liegt auch schon ein, zwei Tage zurück. Wetter war nicht allzu knallig, aber man hat das mitgenommen und eben das ist auch Urbex Realität, denn es ist nicht so, dass du immer in die geilste Location reinkommst, wo alles übelst mint ist, noch überall die Gemälde an der Wand hängen und die Spiegel alle schön sind und es keine Graffitis gibt, sondern es gibt halt auch eben die Sachen, die völlig abgerockt sind und so ein Gebäude ist das hier. Ihr werdet das vermutlich alle selber kennen. Im Anschluss an das Video werde ich euch wie immer noch ein paar Bilder einblenden, aber die werden sich nicht so ganz abheben vom Video. Trotzdem gehört das mit dazu und in der nächsten Folge wird es wieder etwas spannender, wo ich euch wieder etwas mehr erzählen kann. Bleibt also auf jeden Fall eingeschaltet, abonniert unseren Kanal, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos. Macht's gut, bis bald und ciao.